Inside this modern Shanghai compound lies Shining Star, a foster home for children with visual impairments and other disabilities. But still, many children with eye diseases in China are not receiving the best possible care. Sima Aluwalia of the NGO Mifan Mama knows all about their problems. Society needs to do a lot to support because government has its own limitation to reach to the last miles. Mainly the focus has to be on the awareness. So visually impaired children today, if the parents cannot afford, are generally abandoned or either not being taken care in the way it should be in rural areas. Students of the German school Shanghai Hongqiao are volunteering to support Mifan Mama's efforts in the foster home. Twice a month, social worker Mark Antonio Salgedu takes a group of up to 15 students from grades 10 to 12 to the orphanage. For some, that means leaving their comfort zone. Man muss unterscheiden, wie leicht jemanden der Zugang zu behinderten Kindern fällt. Da geht's nicht jedem gleich. Andere finden sich da wunderbar ein, weil sie für sich eine Rolle sofort erkannt haben, indem sie den Kindern nach dem Baden frische Klamotten anziehen oder sie füttern. Anderen ist es zu viel, das respektiere ich und lass jeden so weit gehen, wie er denn möchte. Shining Star is a family home for 7 to 10 children. They are between 2 and 8 years old and are taught independent living skills, orientation and mobility, fine and gross motor skills. Zuerst war es sehr befremdlich alles. Man kannte die Kinder nicht, die Kinder kannten einen selber nicht. Man wusste nicht, wie kann ich auf die Kinder zugehen. Natürlich gab es auch die Sprachbarriere. Ich lerne Chinesisch, aber ich kann es natürlich nicht fließend. Das heißt, es gab natürlich anfängliche Schwierigkeiten. The work here is demanding, but it yields important experiences for the students. An einem Tag sind wir da hingegangen und da hat mich dieses Mädchen wieder erkannt und hat sich auch gefreut, dass ich wieder da war. Und dann hat man halt auch wirklich gemerkt, dass sie sich wirklich freuen, dass wir kommen und dass wir auch was beitragen, dass wir ihnen helfen. Mifan Mama is expanding its fight against eye disease in rural China by providing free treatment locally in so-called eye camps. Mark Antonio and his volunteers plan to help here as well. The goal is to treat affected children before preventable disease renders them blind or visually impaired. Wir planen, an Eye-Camps zum Beispiel teilzunehmen. Da sind schon über 50 von Mifan Mama in ganz China organisiert worden. Gemeinsam mit Augenkliniken und Freiwilligen, die an Schulen in ländlichen Gebieten fahren. For China's children with visual impairments, the commitment of the German school Shanghai Hongqiao's volunteers points to a brighter future.